So, mein Lieben, wir schauen uns mal die Geschehnisse der Woche an. Und es steht einiges bevor, zumindest wenn wir mal so in den Wirtschaftskalender schauen. Ich bin hier auf Wochenbasis gegangen. Ich habe mir hier das Ganze nur für diese Woche filtern lassen und dann auf die drei Sterne gesetzt, damit wir sehen, was sind diese High-Impact-News. Und da kriegen wir für Mittwoch direkt die Consumer-Price-Daten, also die Inflationsdaten aus Amerika berichtet. Und das ist spannend, denn wenn wir uns die mal Schritt für Schritt anschauen, dann sehen wir im Year over Year, also im Jahresvergleich, letztes Jahr August zu diesem Jahr August, da erwarten wir sogar wieder, dass die Inflation ansteigt. Das Gleiche gilt auch für den Consumer Price Index Month over Month, was bedeutet im Monatsvergleich von Juli zu August. Und da erwarten wir ebenfalls, dass die Inflation wieder ansteigt. Und das ist spannend, beziehungsweise spannend in dem Sinne, dass es natürlich, wenn das der Fall ist, relativ negativ ist, weil vor allem auch in den USA die Zinsen bereits schon ziemlich hoch stehen. In Europa relativ hoch, aber Europa kämpft bereits schon mit dem Phänomen, dass wir in rezessiven Umständen sind. Amerika ist mit seinem Gross Domestic Product hier circa bei den 2% immer noch stabil, wenn man es so nennen kann. Aber auch hier wird davon ausgegangen, dass im Monatsvergleich das Gross Domestic Product ebenfalls sinkt. Und wir haben ja dieses Dreigestirn, und das ist sehr, sehr spannend, immer wenn wir über Inflation, Zinsen und Gross Domestic Product sprechen, was nämlich sich unmittelbar gegenseitig einfach beeinflusst. Zinsen gehen hoch, dann geht die Inflation meistens runter, aber wenn Zinsen hochgehen, dann geht auch die Wirtschaftsleistung runter, weil das Geld teurer wird. Andersrum gehen die Zinsen runter, dann geht die Inflation hoch, aber dann geht halt auch die Wirtschaft hoch und du musst meistens eine Sache in Kauf nehmen, um eine andere zu bekämpfen. Und jetzt sind wir beispielsweise schon in Europa so weit, dass die Wirtschaftsleistung negativ ist, also rückläufig ist. Und das, obwohl wir steigende Inflationsdaten haben. Und das ist so der Worst Case, den eigentlich niemand haben will. Aber Europa zeigt sich gerade einfach in einem sehr, sehr gebrochenen Zustand. Die Frage ist, ob das gewollt ist oder ob das geplant ist, für einen möglichen, ja, Paradigmenwechsel oder wie man es, oder Agendawechsel, wie du es auch nennen möchtest, oder ob es halt einfach menschliches Versagen und Zufall ist, beziehungsweise einfach ein Produkt aus dieser Marktwirtschaft beziehungsweise Zinswirtschaft, wie wir sie hier in Europa die letzten Jahre gesehen haben. Also das wird spannend. Es wird davon ausgegangen, dass die Inflation weiter nach oben geht. Nicht verwunderlich, weil wir natürlich mit diesen nicht mehr so stark aggressiv steigenden Zinsen nicht mehr die Inflation so stark im Griff haben und trotzdem, das merkst du ja selber, alles teurer wird. Ja, jetzt müssen wir uns mal das Ganze technisch anschauen. Wir starten mal hier mit dem DXY, also dem Dollarbasket, der die Dollarstärke gegen sechs verschiedene Währungen misst. Und da haben wir einen sehr, sehr spannenden Fakt, nämlich wir haben zumindest schon mal hier oben so diese Krone, die haben wir gebrochen. Was also schon mal bedeutet, wir haben hier ein tieferes Tief gebildet. Und sobald wir jetzt das tiefere Hoch bestätigt bekommen, sollte es möglich sein, für den US-Dollar erstmal ein bisschen Schwäche einzutanken. Und dann gehen wir mal langsam aber sicher raus und erkennen, wir sind natürlich noch nicht ganz aus diesem Abwärtstrend entfernt. Wir haben hier dieses letzte Hoch jetzt erstmal bullisch übertroffen, erstmal die Liquidität hier mitgenommen. Und wenn wir mal auf die größeren Zeiteinheiten gehen, dann sehen wir, darüber hatten wir halt auch im Euro-US-Dollar-Video schon gesprochen, dass wir möglicherweise auf Monatsbasis hier drunter schließen. Und das könnte bedeuten, dass wir sind auf dem aktuellen Level, darüber haben wir gesprochen, dass wenn wir auf dem Level schließen oder sogar drunter, wenn wir hier schließen bei den 104 Punkten, sogar 104,5 Punkten, dass wir oberhalb dieser Hochs lediglich die Liquidität genommen haben, bevor wir dann mit einem neuen Impuls nach unten in diesen großen Demand-Bereich, in diese große Support-Zone nochmal hereinragen. Diese Dochte bzw. Schatten in diesem Kontext sind zu groß und zu viele, um egal zu sein. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit einfach da, dass wir das Tief definitiv nochmal antesten. Und vor allem, wenn wir uns das hier mal so ein bisschen langsam, aber sich so ein bisschen rauszoomen, dann wird auf jeden Fall dieser Spike nach oben vielleicht ein bisschen zu krass gewesen sein. Ja, mehr oder weniger ohne Grund. Das darf man natürlich nicht sagen, aber es ist einfach, ich sag mal, so ein bisschen dieser Anti-Retailer-Move gewesen, nachdem jetzt ordentlich Panik für den US-Dollar verbreitet wurde, dass er jetzt als Weltwährung abgeschafft wird, ist sehr, sehr vorstellbar, dass wir uns langsam aber sicher trotzdem hier unten erstmal in diese Nachfragezone bewegen.
dann schauen wir in diesem Kontext direkt mal in den Euro und für den sieht es quasi genau andersrum aus. Ja, wir haben hier einen sauberen Liquiditätsabgriff auf Monatsbasis gesehen. Trotzdem auch hier sehen wir, das Volumen war da oben zu klein. Und wenn wir kleines Volumen an Spitzen sehen, dann müssen wir uns immer fragen, ist da wirklich so viel Liquidität in den Markt gekommen, um von einer kommenden Abwärtsbewegung wirklich profitieren zu wollen? Und das würde ich zu einem aktuellen Status noch bezweifeln, weswegen wir nach oben mit größerer Wahrscheinlichkeit nochmal gehen. Selbst wenn wir nach oben gehen und mehr Volumen tanken und dann nach unten durchbrechen, das kann sein, das kann passieren, dann würden wir aber zumindest nochmal 10, 20, 30, vielleicht sogar 50 Pips nach oben laufen, um das richtige Volumen aufzutanken. Aber mir sieht hier erstmal das oben getankte Volumen hier gerade deutlich zu wenig aus, wodurch ich nicht davon ausgehe, dass wir weiter nach unten rennen. Aber wir dürfen auch nicht vernachlässigen, wir haben hier die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag und die wird sicherlich, wenn wir keine negativen Überraschungen erleben, zumindest die Zinsen halten, was aber in dem Kontext eher bearish für den Euro-US-Dollar ist. Wir brauchen eine unerwartete Zinserhöhung, damit sich das Ganze hier vernünftig nach oben ausspielen kann. Also das wäre für uns jetzt erstmal die Perspektive. Der Euro hat Platz nach oben. Er kann vielleicht diesen doch relativ starken Abverkauf seit seinem letzten Hoch nochmal verdauen. Aber wir müssen sehen, können wir hier oben diese Price-Action-Grenze bei den 1,10 überhaupt nochmal erreichen. Bisher sind die Chancen noch da. Technisch gesehen sind wir hier immer noch an der Grenze. Aber wir müssen auch ganz klar wissen, sobald wir hier nach unten brechen und das tiefere Tief bilden, dann ist der Euro-US-Dollar definitiv bearish und dann würden wir sogar es hier unten wieder bei den, knapp bei der Euro-Parität, bei der Euro-US-Dollar-Parität, würden wir erstmal wieder für neue Luft schnuppern sorgen. Und das ist natürlich schon ein bisschen was nach unten. Der JPY zeigt in News so ein bisschen Lebensfreude. Ja, dass der JPY sich ein bisschen erholt, aber wir sehen, das ist in seinem Basket gerade eine minimale Stabilisierung. Was aber schon mal positiv zu bemerken ist, wir haben versucht, ein neues Tief zu bilden, aber das neue Tief hat tatsächlich nicht ins neue Tief geführt. Das heißt also, knapp unter einem Tief kam Liquidität rein. Hier, sonst wäre der Markt schon nach unten gefallen. Und deswegen können wir auch hier langsam aber sicher so ein bisschen antizipieren und schauen, ob es der Markt schafft, sich hier rauszulösen und vielleicht sogar ein bullisches Momentum zu erzeugen. Also ich würde den JPY aktuell eher ein bisschen beobachten. Kein Trade, weil wir haben zwar immer noch eine Abwärtsstruktur, wir haben immer noch nicht Hochs gebildet, wir haben die Hochs nur abgegriffen, was jetzt rein nüchtern betrachtet eher für einen Short sorgen sollte, also eher für fallende Preise sorgen sollte. Noch. Aber wir sehen trotzdem, dass wir ja auch hier zumindest eine etwas Kaufkraft in dem Markt feststellen können. Das Volumen geht nach unten. Und wenn wir jetzt uns tatsächlich langsam aber sicher nach oben bewegen bei fallendem Volumen, dann haben wir eine sehr, sehr schöne Korrelation zwischen die Verkaufskraft nimmt ab, der Markt bricht nach oben aus und dann haben wir zumindest für diese Woche erstmal halbwegs positive Aussichten und würden dann gegebenenfalls auf Höhe hier dieser Umverteilungszone nochmal kommen. Und das sind immerhin für den JPY wichtige Prozente. Ja, das sind immerhin vom aktuellen Preis aus circa fast 1,6%. Das ist ja auch nicht allzu wenig. Wir schauen uns mal Öl an. Öl hat sich enorm erholt. Öl ist von seinem Tiefpunkt hier unten der letzten Wochen knapp 30% wieder angestiegen. Nicht unschuldig sind da die News, nicht unschuldig daran ist Saudi-Arabien mit seinem gekappten Angebot. Trotzdem für uns ganz klar, wenn die Ölpreise steigen, dann wird für uns das Tanken teurer, das Heizen teurer und damit geht die Inflation nach oben. Steigende Ölpreise spiegeln sich in aller Regel sofort in der steigenden Inflation wieder. Und deswegen auch hier wird mit einer steigenden Inflation gerechnet. Und das ist fast als sicher, dass wir eine steigende Inflation haben. Die Frage ist halt nur, wie viel, weil das hier ist ein deutlich zu starker Anstieg. Der steigende Ölpreis, der ist vielleicht gerade künstlich, aber der ist für die Inflation gerade tödlich, nämlich indem es die Inflation deutlich nach oben treibt. Trotzdem, auch hier overall, wir haben hier immer noch eine sehr, sehr starke Abwärtsperspektive. Erinnert so ein bisschen,
an den DXY, also an den Dollar Basket von seiner Bewegung her, was nicht verwunderlich ist, weil Öl sehr, sehr stark auch von dem kanadischen Dollar abhängig ist, ein riesengroßer Exporteur. Und die Dollars, sagt man immer so schön, die amerikanischen Dollars, die haben eine Korrelation miteinander. Die verhalten sich häufig sehr, sehr ähnlich. Springen wir mal zu Gold. Gold ist so ein bisschen, ja, hier sehen wir es auf Wochenbasis, Liquiditätsabgriff schön nach oben behauptet, ist trotzdem immer noch nicht super bullish. Also wir haben die Tiefs verteidigt, konnten bisher aber noch nicht diesen Befreiungsschlag liefern, den wir brauchen. Von daher immer noch relativ bearish und solange wir hier nicht drüber kommen, würde ich immer noch eher die Bärenperspektive einrollen. Sollten wir aber in den nächsten 2-3 Tagen hier drüber kommen, vor allem wenn der US-Dollar schwächer wird, dann können wir hier natürlich sehr, sehr gut auch den Breakout nach oben traden und dann sehen wir, die nächste Liquiditätszone liegt erst oberhalb der 1987 US-Dollar pro Feinunze, was bedeutet, hier oben erwarten wir dann den möglichen, jetzt finde ich den Dings nicht, ja moin, ich will doch einfach nur das Rechteck haben, hier oben erwarten wir dann den nächsten Abgriff, sodass wir auch hier vielleicht 2-4% nochmal, ja eher 3% Luft nach oben haben. Wie sehen die Indizes aus? US30, Berichtssaison, beziehungsweise jetzt diese Woche erwarten wir auch spannende Zahlen, soweit in Ordnung, soweit stabil, dynamische Unterstützung hält, Trend hält, also soweit alles in Ordnung. Ich würde jetzt hier erstmal noch nicht von einem direkten Breakout nach unten sprechen, aber die Inflationsdaten, die können es richten. Ich habe ja in den vergangenen Videos schon mal darüber berichtet, dass ich eher bearish eingestimmt bin. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn die Zahlen entsprechend schlecht ausfallen, dass wir hier dann auch nach unten brechen. Wenn, hätte, könnte, wäre. Ja, wir werden nicht dafür bezahlt, die Zukunft vorherzusehen. Wir werden aber dafür bezahlt, uns möglichst gut auf zukünftige Szenarien vorzubereiten. Und deswegen ist hier eine bearische Perspektive definitiv auch bemerkenswert, dass wir uns darauf einstellen können. Und je nachdem, was Amerika macht, das wird sehr, sehr stark auch im DAX passieren. Auch hier haben wir noch diese mittelfristige Perspektive Long. Wir sehen es, das ist erstmal noch mit Stabilität zu bewerten. Fällt diese Grenze aber, dann haben wir erst wieder den nächsten Puffer unterhalb der 15.000 Punkte. Also wenn wir hier durch schlechte News runterrasseln, dann würden wir ca. 4-5% nach unten tanken und das wahrscheinlich dann sogar innerhalb von 1-2 Wochen. Also das kann sehr, sehr schnell erfolgen, so wie hier. Ja, da würde ich einfach aufpassen. Solange die Inflation irgendwie noch im Rahmen bleibt, vollkommen in Ordnung, steigt sie wieder an oder sogar mehr als erwartet, dann kommt das richtige Blutbad. Davon bin ich überzeugt. Aber ja, man muss natürlich jetzt nicht eine falsche Panik streuen. Alles gut, muss man sich anschauen, wenn es soweit ist. Bitcoin hält sich zumindest auf seinem Level. Wir sehen, hier kommt immer und immer mehr Liquidität rein, hier kommt immer mehr Support rein, trotzdem das Volumen nimmt ab und wir sehen, wenn sowas hier passiert und das Volumen abnimmt, dann spricht das kurzfristig eher dafür, dass wir zumindest unter so einem Tief oder unter diesen Tiefs nochmal die Liquidität saugen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass wir jetzt hier einen Bounce nach oben bekommen. Das macht charttechnisch relativ wenig Sinn oder relativ wenig her. Natürlich auch da schauen, was die Inflationsdaten sagen. Das ist definitiv einer der Kernpunkte diese Woche. Aber einen deutlichen Sprung nach oben würde ich jetzt vorerst nicht erwarten. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir hier ein leichtes bullisches Momentum sehen, hatten wir auch bekommen bei den 26.000. Ansonsten Liquiditätsabgriff hier sehr, sehr sauber. Und jetzt springen wir gerade hier unten drum und das ist schon zu auffällig. Das ist schon zu auffällig, dass wir hier unten diese großen Schatten haben. Von daher möglicherweise nochmal unter dieses Level springen, sich hier die Liquidität holen und dann können wir darüber sprechen, ob wir nicht vielleicht sogar doch dann dieses Potenzial bekommen und hier wieder nach oben laufen. Aber aktuell unter den Umständen sieht das Ganze wie der gesamte Kryptomarkt eher bearish gerichtet aus. Also eher tatsächlich mit fallenden Kursen zu rechnen. Und dann schauen wir uns spätestens am Mittwoch an, was die Inflationsdaten mitteilen wollen. So viel zum Montag. Also es bleibt weiterhin spannend. Die Zahlen sind weiterhin sehr, sehr ausschlaggebend. Wir können einfach nicht darüber hinwegsehen, dass die Inflation langsam aber sicher wieder anzusteigen scheint, was natürlich im Gesamtkontext nicht schön für die Märkte ist, weil das bedeutet, die Zinsen, die müssen noch eine deutliche Ecke höher.
Das war's von meiner Seite, Leute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, gute Trades, viel Disziplin und Geduld und bis bald. Ciao, ciao.